Alter, was geht ab, Leute? Jetzt gibt's Indisch. Natürlich ein bisschen besonders. Ich wurde eingeladen von so einem Inder. Neues Menü. Der macht es ein bisschen anders. Ein paar krasse Sachen hat auf der Karte. Meint er, yo, check gerne mal ab. Und wer darf nicht fehlen bei Indisch? Geht ab. Was geht ab? Wir waren schon mal Indisch essen hier in der Gegend. Taj Mahal heißt es, glaube ich, oder? Richtig. Und die sind relativ nah beieinander. Also starke Konkurrenz. Ja. Können wir mal vergleichen. Ja. Zum Beispiel, das sag ich halt auch, ich habe schon viele indische Küche gegessen. Ja. Die sind sehr, sehr solide. Das sind die anderen, Taj Mahal. Ja, ja. Die sind sehr, sehr solide. Sehr solide, ja. Tati hat auch gesagt, für ihn, glaube ich, sogar hat er mal gesagt, der Beste in München. Okay, krass. Er geht auch, glaube ich, immer mit seiner Frau hin. Ja. Deswegen, und, ja. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Bin auch gespannt, ja. Die Lage, die die haben, ist auf jeden Fall sehr gut. Vielleicht der einzige Nachteil, dass die vielleicht so ein bisschen nah beieinander sind, alle beide. Dann nehmen sie sich halt ein bisschen so weißt, was die Kundschaft. Ja. Aber ich habe gesehen, die haben sehr interessante so Fusion Street genau, das Sachen ich jetzt auch neu. Gesehen. Deswegen sind gespannt. Wir hier. Ja. Vielleicht heben sie sich genau dadurch ab. Genau, ja. Das ist die brandneue Karte, Leute. Ihr seht, loaded first, aber hier auf Indisch angelehnt. Also schon sehr interessante Sachen. Ja, Wings sind leider schon aus, meinte er. Wäre aber auch sehr interessant gewesen. Hier Tandoori Hot Wings, Mann. Mit Naan. Gee. Vielleicht aber ein Grund, nochmal zu kommen. Oh, TikTok haben die auch. Jetzt kannst du das zu den Preisen sagen. So. Jetzt Teil der Preise hier von den Hauptgerichten, die habe ich jetzt bei einigen Indern halt auch schon teurer gesehen. Aber das ist kein Hauptgericht, das ist ein Taco, Mann. Das sind Taco, dann nimm das aus. Ich hab's nicht gelesen. Weil Butter Chicken, schau, ich hab nur Butter Chicken. Ja, ich verstehe schon. So, Mango Lassi, Baby. Mein Gott, ich brauch den gelben Strom eigentlich. Ich bin Team Gelb, Mann. Oh, Team Instinct, Firma. Oh mein Gott. Team Instinct, Baby. So. Wahrscheinlich erstmal auf jeden Fall von den neuen Sachen einmal alles. So, Leute, ein kleiner Blick ins Restaurant rein. Schaut mal, Leute, das Menü checke ich gerade ab. Ich hoffe, die Preise sind noch aktuell, aber hier Lamm Curry 10,50 Mittagsmenü hier. Hauptspeisen 9 Euro 8,50. Alles unter 10. Vorspeise. Was haben wir da? Das sind Chicken Pokoras. Die sind auch in einem so Teigmantel, sind Chicken Stripes, bloß in einem Teigmantel Mantel mit indischen Gewürzen. Richtig geil. Das ist Minz. Oh, ich hab's falsch gemacht, Leute. Zuerst ein bisschen pur. Fresh. Erste pure Bissen. Die sind sehr gut. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Die sind sehr gut, ja. Das ist süß. Sollte sein zumindest. Ist süß, gell? Sehr süß? Ja. Aber auch leicht scharf. Probier die. Das ist meine Lieblingssoße. Der muss 3 kleine Löffelchen gegeben, damit du von der Schüssel auf dein Chicken tun kannst, wie ein Gentleman. Und wir Barbaren haben es einfach reingedippt. Mir sogar die Tomate, Leute. Sehr deliziös. Ja, was ich geil finde, gute Vorspeise. Was ich geil finde, das machen viele auch nicht, dass die
zum Salat noch ein bisschen, das kannst du auch ein bisschen gewürzen mit Joghurtdressing. Das heißt, es ist nicht nur Deko, du kannst es auch mitessen. Hier. Und genau, stimmt. Ja. Das heißt, du kannst es auch gleich mitessen. Ja. Ja. Ist gut. Sehr gut. Sehr geile Vorspeise. Und das ist, glaube ich, vielleicht sogar mit eines der besten von diesen scharfen Soßen, die ich gegessen habe. Oh. Die ist richtig geil. Starke Ansage. Die ist richtig geil. Loaded Fries, Leute. Indian Style. Der war mit Butter Chicken, oder? Ja. Der auch. Mhm. Dann haben wir hier so einen Wrap. Mit Masala Fries. Ja. Genau, und das war mit Lamm. Mit Lamm, mittelscharf. Genau. Sieht wild aus. Heiße Fahne macht immer was, sehr, Leute. Ja. Legen wir mal los. Echt, das sieht echt super aus. Bin sehr gespannt, wie es geschmacklich ist. Hm. Pommes mit indischen Gewürzen. Das hatte ich auch so noch nie. Pommes mit dieser Soße ist krass. Okay, schauen wir uns mal das Innenleben an. Yes. Okay, das sieht schon echt krass aus. Machen wir den mal auf. Das ist schon geil. Okay, dann beißen wir mal rein. Gönn dir. Ich finde, es ist ein bisschen crunchy. Ja. Also es ist perfekt. Boah, das Lamm ist geil. Das Lamm ist sehr gut gewürzt. Sehr schön zart, also super zart. Ich finde vom Schärfegrad auch perfekt. Es ist wirklich nicht zu scharf. Also, das ist, das kriegst du halt. Also ich habe sowas noch nie gegessen. Nee, in der Kombination. Sehr geil. Interessant, Leute, interessant. Nehmen wir hier mal. Für mich ein wenig schwierig, den zu essen. Weil ich brauche safe zwei Hände. Ja. Ja, noch geht schon. Das ist jetzt eher so Burritos da. Genau. Schön gefüllt. Danke dir. Was sagst du? Das ist sehr geil, ja. Das ist eigentlich alles, was normal so auf dem Teller wäre, hier in dieses Brot gepackt. Das ist schon echt interessant, ja. Also es ist echt eine gute Kombi. Ah, was passiert? Biene. Hat dich gestochen? Ja, die war am Schäumen, ich hab... Bist du allergisch? Nein. Okay. Boah, das wäre jetzt echt schlimm, wenn du allergisch wärst. Ja. Die hat direkt gestochen, oder was? Ja, die war am Schäumen, an meinem Mund, ich konnte nicht stoppen und... Oh mein Gott, tot, Mann. Geht's? Ja, brauchst du was? Nee, ich brauch nichts. Was soll man... Ja. Also das Lamm, was wir gerade so hoch gelobt haben, das war dieses Cheese Naan Taco Style Lamm Jafresi. Und wie wir vorhin gesagt haben, in jedem Naan Taco Style sind die Hauptzutaten immer noch Gouda ist gefüllt, dann Rucola, gehackte Zwiebel, Rotkohl und Minzchutney. Mhm. Zusammen mit den jeweiligen Soßen, die eigentlich sonst immer separat mit Reis gegessen werden. Mega gute Kombi auf jeden Fall. Genau, ich würde jetzt sagen, ich gehe mal zum so Kati Roll Chicken rüber. Das ist ein Wrap indischer Art mit gegrilltem Hähnchenbrustfilet, Salat und Zwiebeln.
Das ist der indische Dürüm jetzt, Leute. Genau. Schaut auch sehr identisch aus. Wir haben den natürlich halbiert, weil wir uns ja durchprobieren. So, dann nehmen wir mal ein bisschen. Sehr gut, auch sehr gut. Für mich persönlich war das Lamm aber ein Ticken besser. Mhm. Aber das Brot ist geil, das Hühnchenfleisch ist geil. Ich habe noch nicht probiert, aber was ich schon mal sagen kann, was ich vielleicht besser fände, ja? Der hier ist tragbar für die Straße zum Rumgehen, weil das ist schwer zu essen. Ich glaube aber potenziell, wenn du die da bittest, dass du das To-Go haben möchtest, ja, kannst du das ja so mit Alufolie umwickeln. Mhm. Ja, und vielleicht kann man das noch mit einer, oder man tut es so auf so einen kleinen Plastikteil, dass du das auch mit der Hand noch ein bisschen essen kannst. Weißt du, wie ich meine? Kann man ja mal fragen, wie die das später sich vorstellen, wenn man das To-Go machen würde. Das ist auf jeden Fall sehr gut To-Go. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall, das musst du hier essen jetzt momentan. Ja. Aber das ist auch geschmacklich top. Und später haben wir noch die Load Fries und genau, das mit Taco Chicken. Mit, da bin ich auch sehr gespannt, wie das schmeckt. So, ich probiere mal Pommes, habe ich noch gar nicht. Mhm. Mhm. Jetzt mit der gelben Soße, die Dimi so hypt. Boah, krass. Schon, gell? So, der indische Dürüm. Schauen wir mal, was der kann. Sehr schön von außen. Ja. Also nicht einfach so, nicht roh, aber war schon so. Es ist halt nicht, es ist ästhetisch von außen, weil es ist halt wahrscheinlich auch ordentlich hingelegt worden, bevor es geklappt wurde. Also es schaut super aus auf jeden Fall und schmeckt auch sehr gut. Das Ding, was ich halt so geil finde, ist, dass wenn du eh auf indische Küche stehst und dann noch so ein bisschen Kombination von mexikanischen auch machst, ist es halt eigentlich schon, dann wird dir das automatisch auch schmecken eigentlich. Ich finde den sehr stark. Ja. Ich mag die Konsistenz von dem Teller. Findest du den besser als das Lamm? Ja. Okay. Aber ich fand das Lamm sehr, sehr stark. Nee, das war auch stark, aber ich mag. So wie die Konsistenz vom Gesamten ist, gell? Ja, ja, okay, verstehe ich. Ja. Das hier. Ist auch sehr handlich. Man könnte die ja fragen, ob die sowas auch mit den. Weil von den Rolls zum Beispiel. Mhm. Bieten sie auf der Karte nur zwei an. Mhm. Ja, man könnte ja auch denen vielleicht mal so vorschlagen, dass die das, was die hier an den Tacos anbieten, dass die das potenziell auch insgesamt noch für die Rolls nochmal anbieten. Mhm. Ja, so ein Lamm Roll wäre auch krass. Ja, genau. Mhm. Und dann wäre das wahrscheinlich auch mein Favorit gewesen, weil ich fand das Lammfleisch zu geil. Oh, wild. Wie ein Dürüm, Leute. Von der Konsistenz her. Freut mich ja. Es geht weiter. Es geht weiter. Wollen wir zu den Fries rübergehen? Okay. Vorsicht, heiß. Yes. Sind, wir haben uns für die, wir haben fünf verschiedene, wir haben uns für die Masala Fries entschieden. Genau, das sind halt Pommes mit Chicken Tikka, Masala und dazu noch Käse und ja, ein bisschen grün. Schaut auf jeden Fall sehr ansprechend aus. Mal schauen, ob es in der Kombination schmeckt. Ich habe noch nie Pommes mit Indisch gegessen.
Das ist nicht schlecht, aber es passt mit Preis halt noch besser zusammen, muss man halt sagen. Ja, okay, verstehe. Es passt mit Preis halt einfach viel besser zusammen. Trotzdem ist es nicht schlecht und ich glaube für Leute, die sowas in der Kombi noch nicht gegessen haben, auch sehr interessant, das mal zu probieren. Auf jeden Fall würde ich es nicht abraten zu essen. Es ist auf jeden Fall geschmacklich super in der Einzelkombination, aber ich finde, in der Kombination passt es mit Preis halt nochmal besser. Hat auch ein bisschen Schärfe. Jetzt haben wir ein Stück Chicken. Mhm. So. Loaded Fries, Baby. Schlecht nicht, nein? Ah ja, mit Reis passt besser. Ja. Aber ist interessant auf jeden Fall. Mhm. Also ich muss sagen, Loaded Fries, so, ja, passt. Kann man machen. Aber diese Fries mit diesen indischen Soßen, das ist Hammer, Mann. Anstatt Ketchup oder Mayo. Ja. Die Teile, das ist geil. Bevor wir die Gerichte bekommen haben, war das tatsächlich mein Favorit. Bin jetzt auch sehr gespannt, wie der schmeckt. Das war der Cheese Naan Taco Style Butter Chicken. Gegrilltes Sesambrotfilet in Tomaten-Butter-Cremesoße. Im Endeffekt das gleiche wie beim Lamm, bloß dass es halt mit der Butter Chicken Soße ist. Dann lass mal probieren. Ich schneide mal. So. Jeez. Schaut auf jeden Fall super aus. Mit sehr viel Liebe gemacht. So. Lass mal reinbeißen. Ist gut. Aber von den drei Sachen, von den Hauptkomponenten, wäre das jetzt mein Platz 3. Mhm. Ist aber trotzdem Geschmack sehr stark. Ich finde aber, die anderen hatten ein bisschen mehr Flavor. Mhm. Gute Grüße, Leute. Also ich bin schon satt. So, Butter Chicken. Weil ich finde, es sollte so eine Schärfe haben, dass es nicht komplett den Geschmack von einem anderen überdeckt. Was man hier aber auch denken muss bei den ganzen Sachen. Wir haben ja jetzt gefilmt und so, dies ist bisschen langsamer. Da ist viel Flüssigkeit. Manche Sachen ziehen sich hier voll. Richtig. Deswegen bei, wenn ihr alleine seid, ist es dann natürlich nochmal anders. Dann esst es ja sofort. Weil der hier hat jetzt am längsten gesitzt, gewartet. Genau. Deswegen habe ich das auch nicht gesagt, weil da muss man fair bleiben. Wir haben halt, wir essen ja alles Step by Step. Mhm. Weil der erste, den wir davon gegessen haben, der hatte das nicht. Mhm. Ja, deswegen habe ich das jetzt auch nicht erwähnt. Lieber so oder klassisch einfach mit Reis? Man muss jetzt sagen, ich glaube, er will ja auch eine gewisse Gruppe ansprechen, die offen sind für neue Sachen und fancy Sachen probieren will. Ein bisschen abheben, ja. Ja, und das ist schon etwas, was fancy ist. Das habe ich noch nie vorher so gesehen in der Kombi. Unique, und, auf jeden Fall. Ja, und auf jeden Fall etwas, was man geschmacklich auch probieren kann, weil es auch sehr lecker war. Ja. Auf jeden Fall. Ja, aber traditionell gesehen bin ich halt jemand, es war sehr gut. Mhm. Ich mag das Naan auch. Mhm. Naan super lecker. Aber ich glaube, wenn ich auf Dauer essen würde, würde ich schon das klassische eher präferieren. Auf Dauer. Ja. Aber wenn du mal so Bock auf was anderes hast, ist das auf jeden Fall eine super Alternative. Wir werden hier angegriffen, Leute, umschwärmt. Ja. Ganzer Bienenschwarm ist hier, Leute. Das ist ein bisschen heavy. Wo kommen die überhaupt? Wie bist du auf die Idee gekommen? Das wollte ich auch gerade fragen, ja. Inspirieren. Ich habe das noch nie das so in der Kombi. Aber ist neu jetzt bei euch, oder? Ganz neu. Ja, das gibt's auch nirgendwo hier. Also
Also München weiß ich auf jeden Fall nicht. Ja, das wird auch sonst, glaube ich, hier drin. Wie neu ist es jetzt? Ja, jetzt. Seit dem Monat ist es auf der Karte. Und müssen es halt ein bisschen. Wie ist es bisher bei euch angekommen, also, bei denen, die es probiert haben? Mega. Also ja. Es gibt keinen, der sagt, boah, es ist jetzt so lange, es ist nicht meins. Ja. Sondern wir haben ja auch jahrelang Stammkunden zum Beispiel. Mhm. Und denen habe ich das gegeben und die sind verrückt geworden. Das sind Gäste, die kommen normalerweise. Die kommen meistens nur im Sommer und dann auch alle so 4 bis 5 Wochen. Mhm. Und die sind jetzt mittlerweile, kommen die jede zweite Woche schon. Das weil ist die, gut, ja. Die feiern diese Rolle hier. Was ja. Die vorher. Die hier? Die fand ich auch sehr gut. Also meine Nummer 1 persönlich war das Lamm. Das Lamm war mega gut vom Geschmack. Wir haben aber vorhin über die Tacos gesprochen. Wenn über du sowas, die Rolle. Ja, über die Rolle, dass die super auch von der Konsistenz ist, und handlich ist. Wir haben aber über die Tacos vorhin gesprochen als Feedback. Was ist, wenn jemand das To-Go essen möchte und unterwegs sein möchte? Dann, das ist halt etwas. Das ist ein bisschen kompliziert. Genau. Ja. Du, also. Wir wollen eigentlich tatsächlich, also wir haben ja auch einen Lieferdienst und so weiter, aber wir wollen die Sachen gar nicht zum Liefern, weil bist du da vorne genau. Am Kurzplatz, das ist es schon durchmatsch. Richtig. Kannst du dann gar nicht. Genau, das haben wir auch gemerkt, aber wir haben das natürlich, das kannst du nicht als Kritikpunkt machen, weil die erste Rolle, die war perfekt. Ja? Und die war jetzt ein bisschen hier, wir essen seit einer halben Stunde. Ja, und dann haben wir schon gemerkt, das ist schon ein bisschen durchnässt. Das heißt, wenn du das zum Liefern anbieten würdest. Das machen wir da nicht. Das macht keinen Sinn. Nee, und vor allem, wir wollen ja das Geschäft im Restaurant ankurbeln. Mhm. Was ich super fand, vielleicht kannst du das in Zukunft auch direkt. Ich fand deine. Also die Pommes in Kombination mit diesen Soßen ist halt. Oh, ich habe euch die Dips gar nicht gegeben. Ja. Wir haben noch 3 Dips extra gemacht. Achso, ihr habt noch 3 Dips extra. Aber das ist mir. Pommes ist geil. Das ist eine Pommes, ist geil. Da ist die Konkurrenz, Leute. Das Taj Mahal. Yo, das war's von mir und Demi und vom Mahagaja. Der Kollege dort ist cool drauf, der ist chillig drauf. Das Essen war top und unique. Sehr einzigartig findet man in München auf jeden Fall nirgendwo. Das war's von mir, Leute. Wenn man liken, subscribe, kommentieren, checkt die Videos auf, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok. Meinem nicht aktiven, richtig nicht aktiven Zweitkanal, der Minus, Serious Business und ciao.